Die Rohren halten die Karten in den Händen, sie wissen, es geht weiter. Ich bitte um eure Punkte. 8, 8, 8. Jetzt sehe ich nicht unseren Mr. Austria. Auch 8, Celine. Wir haben fast nur 8. Nur einer fällt aus der Reihe, unser lieber Designer La Hong. 7 Punkte. Jetzt wird gerechnet und wir haben ein Ergebnis. Liebe Jennifer. 110 Punkte. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns gleich wieder. Sehr schön. Und vom Burgenland gehen wir einmal gerade durch nach Vorarlberg. Die Vize-Miss Vorarlberg kommt jetzt auf die Bühne oder auf den Catwalk. Isabella Ion. Bitte. Schauen wir mal, ob das noch Punkte bringt jetzt zum Schluss. Ich meine, ich bin mal. Schauen wir mal, liebe Juroren. Ja, 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 na, natürlich, ein paar Punkte. Was ist das? 910 war das, Karl, oder was? Ja, sehr schön. Oh, oh, viele Zehner wieder. 1, 2, 3, hast du einen? 4, 5, 6, 7, 8 Zehner und sonst 9. Nicht schlecht. Danke. Hat das gebracht, der letzte Move, gell? Ich sag's nur. Ja, ich wollte nur den schönen Body mal zeigen. Den schönen den Body, welchen? Den wollte auch die Jury sehen. Haben wir ein Gesamtergebnis? Gut, ja, bitte. Da kommt's. Insgesamt hast du 134 Punkte. Irre. Super. Gratulation. Danke dir. Aus meinem Heimatbundesland, Vizemiss Niederösterreich, Nicole Ettlinger. Das Outfit einer Femme Fatale. Wie die Jury deinen Walk beurteilt, das sehen wir bitte jetzt. 999 habe ich schon mal sehr gern. 88, leider eine 7 dabei, aber wir werden sehen, was das für eine Gesamtpunktzahl gibt für dich. Es wird fleißig gerechnet. Die Daten werden eingegeben und wir haben ein Ergebnis für dich, liebe Nicole. Deine Punkte sind 115 Punkte, die dazu gerechnet werden. Danke dir. Die nächste Miss, die wir hier bei uns auf der Bühne begrüßen, ist die Miss Salzburg, heißt Theresa Eder und sie wird den Laufsteg rocken. Bitte sehr. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. Body in my, losing all my innocence. Body in my, grinding on my innocence. Body in my, losing all my innocence. Body in my, grinding on my innocence. Don't lie, don't lie, don't lie, don't lie. Don't lie.
Theresa, ein Outfit, das in jedem Fall auffällt, muss man sagen, passend zu den Lippen übrigens. Genau. Und schauen wir, ob der Jury das aufgefallen ist. Das ist alles abgestimmt, gell? Ja, okay, 3 Simmer sehe ich da. 4 Simmer. Ah, das ist gut. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, was das Gesamtergebnis ist. Und es ist ja noch nicht aller Tage Abend, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben ja dann noch ein bisschen was offen. Schauen wir mal, haben wir schon ein Ergebnis? Ja, wir haben schon ein Ergebnis. Gut, dein Ergebnis ist 105. Vielen lieben Dank. Danke dir vielmals. Auch unsere Miss Niederösterreich wird jetzt auf dem Laufsteg glänzen, Katharina Katzmann. Babe, don't make a sound. 2 a.m. love, gotta keep it down. Don't wait around for a second now. Give me some verb, I ain't talking now. Body in my, losing all my innocence. Body in my, grinding on my innocence. Body in my, losing all my innocence. Body in my, grinding on my innocence. Wie könnte man die Frau mit dem Namen Katzmann vergessen, die 10 Katzen zu Hause hat? Hoffentlich ging es der Jury genauso. Ein eindrucksvoller Walk mit den Punkten 10, sehr schön, 9, 9, 9, viele Achter, leider eine 7. Designer Laurent zeigt sich heute besonders streng, aber er weiß, worauf es ankommt in der internationalen Modebranche. Noch werden die Daten eingetippt. Es muss natürlich alles seine Richtigkeit haben. Genauigkeit ist das A und O bei unserer Missenwahl. So ist es. Und wir haben ein Ergebnis. 118 Punkte. Wunderbar. Danke dir. Und beim letzten Walk hat sie den Catwalk gerockt. Schauen wir, ob sie es jetzt wieder schafft. Miss Oberösterreich, Daniela Zivkov. Willkommen. Ja, ein weiteres Wahnsinns-Outfit, muss ich schon mal sagen. Ja. Steht dir super. Danke, sehr lieb. Und was sagt dir Jury dazu? Oh, ich sehe schon mal einen Zehner da. Oh, 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 oh. Fast. Fast die volle Punktezahl. Lahong, da haben wir schon, wissen wir schon, er ist heute sehr streng. Der Adi ist auch sehr streng anscheinend heute. Nein, ist in Ordnung, ist in Ordnung. So, zählen wir zusammen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Zehner. Ich glaube, das ist ein weiterer Rekord, den wir da haben, oder? Schauen wir mal. Schauen wir dann, bitte, da oben kommt's. 138. Was sagst du dazu? Ich bin überrascht, also danke. Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Sehr, sehr. So, mit dieser Punkteanzahl entlassen wir dich. Vielen lieben Dank. Ja. Vielen Dank an die großartigen Missen. Nochmal Applaus für alle vielleicht. Ganz genau. Und natürlich auch an die Juroren, muss man ehrlicherweise sagen. Auch an die Juroren. Ja. In Zeiten, in denen die MeToo-Bewegung den sexuellen Missbrauch und Übergriffe zum Thema macht und vor allem aus der Tabuzone holt, ist es besonders schön, dass die Miss Austria Corporation ein Zeichen setzen möchte. Sie möchte die Position der Frau stärken, den Diskurs nochmal anheizen. Vor allem die Solidarität unter Frauen, auch Women Empowerment genannt, hat uns bewegt und deswegen gab es eine sehr überraschende Entscheidung, die aber auch international Anklang gefunden hat. Genau, denn niemand sollte gezwungen werden, wenn man Miss Austria werden will, dass man sich
im Bikini öffentlich vor einer breiten Masse präsentieren muss. So, der Bikini-Walk, der hat heute schon stattgefunden, und zwar hinter verschlossenen Türen. Die Juroren waren dabei, die haben natürlich gewertet, und diese Bewertung fließt natürlich jetzt in die Gesamtwertung ein. Genau, denn jetzt müssen wir uns von 10 Missen verabschieden. Deswegen würden wir nochmal alle Missen gemeinsam auf die Bühne bitten, um einen letzten Blick auf sie zu erhaschen. Alle Missen bitte auf die Bühne. Aha, gehen wir ein bisschen weiter weg. Ich darf zu den Damen. Natürlich darfst du zu den Damen. Einmal darf ich mich hier einreihen. Einmal dürfte ich einmal. Ja, super. Oh, es wird spannend. Es wird spannend, ja. Ja, und eine der jungen Damen hat schon das Glück, eine Runde weiter zu sein, denn sie hat eine Wildcard ergattert. Was ist die Wildcard? Ein besonderes Privileg, denn eine Miss hat sich durchgesetzt im Missen Bootcamp in der Missen Akademie. Ja. Sie hat so einen großen Eindruck hinterlassen, dass ihr die Miss Austria Corporation eine Wildcard überreicht hat. Genau, in wenigen Sekunden werden wir eine Miss zu uns bitten, die eben diese Wildcard hat und die eine Runde weiter ist. So viel kann ich schon verraten. Sie ist 21 Jahre alt. Sie kommt aus Oberösterreich. Aber da gibt es mehrere. Die Miss, die eine Runde weiter ist, ist Miss Oberösterreich Daniela Zivkov. Willkommen. Komm zu uns. Gratuliere. Du bist jetzt mal eine Runde weiter. Danke. Stell dich nur zu uns. Ja, genau. Perfekt. So, wir bekommen jetzt gleich ein Kuvert, wo die Missen drinstehen. Genau. 10 Missen werden in diesem Kuvert sein. Das heißt, es bleibt spannend, wer von euch weiter ist. Es dürfte ein bisschen zittern, aber das gehört dazu, wenn man Miss Austria werden möchte. Ganz genau. Denn die Punkte werden natürlich zusammengezählt. Es gibt ein Ranking, was natürlich nicht dementsprechen wird, die Namen, die wir vorlesen, sondern ganz zufällig sein wird. Genau, das hat noch nichts damit zu tun. Wir lesen einfach die Namen vor. Ganz genau. Ich sehe, die Regie lässt uns alle zittern. In der Zwischenzeit plaudere ich mit dir ein bisschen. Wie geht es denn eigentlich, dass du eine Runde weiter bist? Ich bin erleichtert, ehrlich gesagt. Ja. Aber der Final Walk ist, weiß ich nicht, da muss ich mich nur mehr präsentieren und ja, ich denke schon die ganze Zeit noch. Ja, aber immerhin kannst du jetzt einmal ein bisschen entspannen, während alle anderen noch zittern müssen, kannst du ein bisschen entspannen, weil du bist ja schon eine Runde weiter und im Missen Bootcamp hast du das ja bewiesen. Bettina Asker war ja dabei, ne, beim Missen Bootcamp. Werden wir vielleicht später noch ein bisschen plaudern, gell, Bettina? Ganz genau. So, gibt es ein goldenes Kuvert? Soll ich es mir holen? Ich sehe, dass Sie schon fleißig tüfteln. Es kann natürlich immer sein, wenn eine Miss Gleichstand hat. Und was man noch bedenken muss, ja, genau. Wäre unsere liebe Wildcard-Besitzerin nicht in den Top 10, dann hätten wir natürlich in der nächsten Runde 11 Leute. Genau. Klarerweise, ja? Aber da wird jetzt fleißig gerechnet und wir werden 10 Missen haben, die entweder weiter sind oder auch nicht. So, ich gehe mal rüber und ich glaube, ich hole es mir in der Zwischenzeit, ja. Damit der Weg nicht so lang ist. Ja, Gratulation nochmal, großartig gemacht. Ah, da kommt jetzt oben, okay, dann gehe ich wieder retour. Ich wollte mir nur einmal anschauen. Liebe Jury, bitte um die Punkte von und für Andreas Morawetz. Ja, bin ich gut gegangen? Naja, das ist aber... Nein. Moment. Bin ich gut gegangen? Jetzt kann ich es hochhalten. Ja. So, okay. Ein Juror hat sich gnädig gezeigt und hier eine 10 gegeben. Nein. Ich habe da drüben auch noch ein paar 10er gesehen. Was du so siehst am Ende die des anderen Abends. Ja, danke dir vielmals. So, bekommen wir jetzt ein goldenes Gewehr? Kommt das? Oder schicken wir das mit der Post? Oder dauert es länger? Ja, besser Zustelldienst. Ja, oder FedEx oder irgend sowas.
es bleibt spannend. Ich glaube, okay, dass die Wertung auch, einfach extrem ist, knapp das Ding, ist. Das Ding ist natürlich, dass alles zusammengerechnet werden muss, aber es muss natürlich gerecheckt werden, weil es dürfen natürlich keine Fehler und so weiter passieren. Es kann deswegen immer sein, geht das Ganze zur Regie rauf, die müssen das rechecken, dann kommt es wieder runter. Das ist aber schön, dass du im Publikum unsere was? Geheimnisse erzählst. Naja, nein, Spaß. Ja, es kann natürlich sein, dass es einen Gleichstand gibt. Und, soll ich es holen? Darf ich jetzt zu dir kommen? Nein, noch immer nicht. Nein. Aber du hast doch ein goldenes Kuvert. Fangt die Lady mit dem goldenen Kuvert. Stimmt, halt wir haben auf. Vergessen, es gibt heute ein Spiel. Es gibt ein Spiel, genau. Fangt das goldene Kuvert. Mit dem goldenen Kuvert. Mein Gott, dann lass das doch nicht zittern. Oh, sie kommt zu uns, das mag ich noch lieber. Ach so, du magst es bringen? Du ja. Okay. Applaus bitte. So. Danke dir. Man muss das natürlich verstehen, nach den Oscars, wir wissen alle, da wurde der falsche Film ausgezeichnet, weil das Kuvert in die falschen Hände kam. Darf ja, und bei der Miss World, ja, na gut, okay, das ist ein anderes Thema. So, weißt du, wie das aufgeht? Halt mal meine Karten, mein Mikro. Wir sind nur die Assistenten, weißt du, hast du schon mitbekommen, ne? Ja, wir sind nur die Assistenten. Ihr wisst ja gar nicht, wie es Backstage zugeht. Ja, glaubt mir, das wollt ihr nicht wissen. So. Also, wir lesen jetzt 10 Namen vor und die bitten wir mal, 2 Schritte nach vorne zu gehen. Genau. Miss okay. Burgenland, Angelika Teufel. Bitte nach vorne. Miss Salzburg, Eva Bründlinger. Bitte nach vorne. Miss Vorarlberg, Daria Schuricht. Die Miss Kärnten aus dem Vorjahr, Jasmin Wedernick, bitte nach vorne. Unsere Vize-Miss Online, Jasmin Oberdorfer. Die Vize-Miss Oberösterreich, Diana Seyer, bitte nach vorne. Wow. Vize-Miss Tirol, Marina Augsten. Dann haben wir die Vize-Miss Burgenland, Jennifer Malitz, bitte nach vorne. Vize-Miss Niederösterreich, Nicole Etzlinger. Und die Miss Salzburg, Theresa Eder. Das war's. Hinten ist nichts mehr. So, also wir haben jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10 junge Damen stehen. Plus unsere Wildcard-Besitzerin. Genau, plus die Wildcard-Besitzerin. Ihr seid leider nicht weiter. Aber großen Applaus bitte für diese 10 Missen, die uns jetzt leider verlassen müssen. Vielen lieben Dank. Sie haben es großartig gemacht. Wirklich großartig. Und dieser Applaus gilt nur euch. Genießt es noch einmal. Ganz großen Applaus, weil es wirklich, wirklich harte Arbeit ist, hier mitzumachen, das Training und so weiter. Vielen lieben Dank an alle Missen. So. Für euch 10 heißt es weiter zittern. Wir sehen uns in Kürze wieder. In der nächsten Runde. In der nächsten Runde. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich nehme das wieder ab. Gerne. Danke dir vielmals. Ja, es war eine harte Entscheidung für die Juroren. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich sie nicht fällen musste. Und ich glaube, dem Andi geht es nicht anders. Ja, ich bin wirklich froh. Ich möchte nicht in eure Haut stecken. Ich möchte nicht darüber entscheiden, wer da weiterkommt und wer nicht. Einer, der heute Abend besonders streng war, war Designer Lahong. Und den würde ich jetzt zu mir auf die Bühne bitten. Dann weiß er mal, wie sich das hier anfühlt. Ja, genau. Er war sehr streng. Bitte, Applaus für Designer Lahong. Guten Abend, mein Lieber. Du hast heute, du darfst gern zu mir in die Mitte kommen, du warst heute sehr streng, aber man muss auch sagen, du hast viel internationale Arbeit geleistet. Du weißt, auf was es ankommt. Auf was achtest du denn? Natürlich achtet man auf das gesamte Bild und letztendlich muss man halt schauen, erstens, wie sie wirklich bewegen und wie sie lächeln. Und es gibt einige, die waren schön, aber halt der Walk war nicht so schön. Mhm. Und ja, auch ihr Charakter. Im Laufe des Abends kann man dann sehen, man erkennt diesen Charakter. Mhm. Und außerdem, ich muss streng sein, weil wenn ich nicht streng bin, dann ist mein Favoriten dann ein bisschen schwerer danach.
Das heißt, du bist taktisch, wahrscheinlich wie alle Juroren, die ihre Favoritin haben. Und ja, wahrscheinlich hoffen, dass sie gewinnt. Es gibt viele derzeitige Projekte von dir. Auf welche dürfen wir denn gespannt sein? Ja, ich habe viele Projekte. In diesem Jahr habe ich viel gemacht. Und besonders ein sehr interessantes Projekt. Die erwarten eigentlich eine Überraschung. Aber vielleicht möchte ich noch nicht verraten, oder? Und ich glaube, da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wobei in jedem Fall in den letzten Jahren arbeite, also bin ich sehr oft in Asien unterwegs und vor allem in Vietnam. Ursprünglich komme ich aus Vietnam und bin jetzt einmal, kann man sagen, wieder mal zurück in Heimat. Man muss sagen, die Wirtschaft dort geht auch viel besser und viel dynamischer. Und ja, in diesem Monat, in 16 Tagen, findet dort auch eine Misswahl statt. Miss-Vietnam-Wahl statt. Und ich möchte sehr gern vergleichen. Sehr gern vergleichen. Weil heuer, wir sind hier in Linz. Und was Neues, weil sonst war immer in Wien. Und ich finde es schon sehr, sehr interessant, sehr schön hier. Und ich bin sehr gespannt, wie in Vietnam ist. Und vor allem, und jetzt darf ich es verraten, der liebe La Hong nimmt nämlich eine Miss, vielleicht doch mehr, wir wissen es noch nicht, mit nach Vietnam. Es ist einer der Preise, eine Reise nach Vietnam, die du organisiert hast. Du wirst natürlich die Missen an der Hand halten und diese erste große Auslandsreise mit ihnen beschreiten. Danke für dein Engagement, auch für die Gelegenheit und die Chance, dass die Missen eben genau das machen können. Eine letzte Frage noch. Warum hast du dich dazu entschlossen, mit der Miss Austria Corporation zusammenzuarbeiten? Seit ich Mode mache, ich finde Model, also wenn ich Model brauche für meine Mode, ist schon gut. Aber Missen finde ich authentischer. Mhm. Weil letztendlich sind die Trägerinnen sind einfach alle wunderschöne Frauen. Und mit einem wunderschönen Charakter. Ja, sie sind kein Model, sind keine Schaufensterpuppen, sie sind wirklich so echte, waschechte Frauen. Ja? Und das sind die Missen, sind eben die schönsten Frauen, wo ich für sie sehr gern arbeiten. Und ja, wir sind fast, ich kenne fast alle Missen und wir sind auch befreundet. Und ja, das ist jetzt für meine Arbeit sehr wichtig. Ich sehe, da haben wir einen absolut richtigen Juror, der auch für die Missenwahl brennt und unsere Missen. Und natürlich auch noch eine wunderschöne Dame, deren Herz genauso für die Missen schlägt. So ist es. Ich stehe hier unten bei der Bettina Assinger. Sie ist Designerin und Coach. Du warst ja im Missen Bootcamp mit dabei. Großen Applaus, ja? Sag mal, was macht denn eine Miss für dich aus? Was ist so das Wichtigste? Also das bin ich heute, glaube ich, schon 100-mal gefragt worden und ich muss immer wieder das Gleiche sagen. Es ist nicht so, wie der Adi gesagt hat. Für mich, er sucht Models und für mich macht Miss noch viel mehr aus. Mhm. Die muss Ausstrahlung haben, die muss Markanz haben, die muss Ecken und Kanten haben, die muss da aufgehen und die muss fasziniert sein von dieser Frau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind einige dabei, die mich heute schon sehr fasziniert haben, mit welcher Selbstsicherheit die da oben gegangen sind. Unglaublich. Das stimmt. Man merkt schon, die fühlen sich wohl auf der Bühne, oder? Eigentlich alle, durch die Bank, hätte ich gesagt. Ich sage, Gott sei Dank ist das so, weil das ist das Erste und auch das habe ich meinen Mädels auch mitgegeben, ihr müsst Spaß dran haben und das merkt jeder, ob man Spaß an der Sache hat. Und ich denke, sie hatten Spaß, auf jeden Fall. Hast du schon eine Favoritin oder gibt es so einen engeren Kreis, wo du sagst, okay, die drei, vier, die würdest du zum engeren Favoritenkreis zählen? Mittlerweile schon. Ja? Also nach dem Bikini-Wettbewerb habe ich es nicht gehabt, gebe ich zu. Und auch nicht im Workshop, was wir gemeinsam gemacht haben, da ist es um Bühnenperformance gegangen. Aber mittlerweile habe ich gesehen, was sie gelernt haben, weil ich habe es ihnen auch gesagt, ihr habt alle ein extremes Luxusproblem, ihr seid alle extrem fesch. Jetzt müsst ihr nur irgendwas anderes haben, ist was klar, auf der Bühne einfach, dass ihr die Bühne rockt. Aber es ist gar nicht so leicht, oder? Da hat man jetzt 20 super hübsche Mädels stehen und da muss man noch irgendwas rauskitzeln, was besonders ist. Die müssen sich ja noch einmal abheben. Ja, genau. Wie hast du es geschafft?
Naja, sie haben das sich selbst erarbeitet, quasi, wie will ich wirken? Wie wirken sie vor allem? Also sie waren ganz entsetzt oder begeistert, wie die Außenwirkung war. Und dann war auch die ganz große Frage, wie will ich denn wirken? Und wie kriege ich das zum Vorschein? Okay, und bist du zufrieden bis jetzt mit der Performance von allen Mädels? Unglaublich. Also ich bin mir, also mit der, die ganze Veranstaltung fasziniert mich. Und ich muss sagen, Hammer, großes Kino. Sehr schön. Bettina Assinger, vielen lieben Dank. Du darfst dir Platz nehmen. Ich gehe weiter zu dem Mann, der das Objekt der Begierde eigentlich gemacht hat. Hast du es mit eigentlich? Nein, ich habe es schon abgegeben. Du hast schon abgegeben. Karl Böttl, großer Applaus bitte. Steh ich auf. Er hat nämlich die Krone designt und mit Hand gefertigt, oder? Ganz genau, so ist es. Jetzt einmal ganz wichtig, woraus besteht denn das Krönchen? Das Grundgerüst ist aus Metall, Alu-Metall-Legierung. Okay. Und eingesetzt sind knapp 1000 Swarovski-Steine. Huh, da braucht man schon eine Zeit, bis man das Ganze... Circa 90 Arbeitsstunden. 90 Arbeitsstunden? 90 Arbeitsstunden. Das heißt, hast du das letzte Woche gemacht? Hast du 90-Stunden-Woche draus gemacht? Oder? Ein bisschen länger. Bisschen länger. Zum Glück haben wir jetzt einen 12-Stunden-Tag, da geht es dann schneller. Gut, das hast du gesagt. Sag mal, was ist denn die Krone wert? Die Krone kann man nicht in einem materiellen Wert so beziffern. Ist klar, ja. Die Krone, das, warum ich die Krone mache oder warum ich sie mit so viel Liebe mache, hat einen ganz speziellen Grund. Die Krone wird nicht weitergegeben. Mhm. Die bleibt ein Leben lang bei der Miss. Sie startet heute das wohl spannendste und aufregendste Jahr ihres Lebens. Ja. Aber das Jahr geht vorbei. Es gehen weitere Jahre ins Land und 10, 20, 30 Jahre später hat sie diese Krone noch immer und wird sie ihren Kindern, ihren Enkelkindern zeigen, schaut her, ich war mit Miss Austria und diese Krone habe ich bekommen. Aber das Ding ist ja immer, die Krone, die ist ja aus Metall, ja? Jetzt haben wir alle verschiedene Größen und so weiter, wie wird denn die angepasst? Sie ist in der Größe verstellbar. Ach. Genau, sie wird eingestellt und dann passt auf jeden Kopf. Also es passt auf jeden Kopf, auf alle Mädels noch. Würde auch auf deinen Kopf passen. Nächstes Jahr dann, nächstes Jahr. Genau. Vielen Dank, Karl Böttl, sehr Applaus gerne. Und... meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum letzten bewerteten Walk heute Abend. Da werden unsere Missen nämlich in glamourösen Roben von Erika Süß auftreten. Ganz genau, denn Erika Süß ist in Amerika aufgewachsen, hat sich aber in unser wunderschönes Österreich verliebt und lebt hier. Wir sehen jetzt Couture-Rübe. Ich habe Hunger, ich hoffe, Sie nicht mehr. Ich habe auch Hunger. Couture-Robe, und zwar handgefertigte Unikate, einzigartig und natürlich wunderschön präsentiert von unseren Missen. Komplementiert mit den Schuhen von Deichmann und dem Schmuck von Gary Eder. Ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen. Die Miss Austria-Wahl 2018 im Design Center Linz. Miss Steiermark, und zwar Justine Bullner. Eine atemberaubende Gesamtkomposition, wirklich toll. Was sagt unsere Jury? Bitte die Punkte. Das sieht gut aus. Viele Neuner, viele Achter, grandios geschritten, engelsgleich. Ich kann nur sagen, engelsgleich. Wie wirkt sich das auf die Wertung aus? Punkte, Gratulation. Vielen Dank. Die nächste, die wir auf der Bühne begrüßen, ist die Vize-Miss-Jury Sarah Posch. Willkommen und rocket den Catwalk. Never.
Sarah, das Kleid ist der Hammer. Irre. Schauen wir, was die Juroren sagen, die Jury. Oh, 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 oh. Na, was sagst du dazu? Mega, ja. Mega, das glaube ich auch. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10er und sonst nur 9er. Das wird viel. Das wird viel, deswegen brauchen die ein bisschen länger zum Rechnen, weil es mehr Punkte sind, ja klar. Aber wir haben eine Wertung, bitte. Und zwar 136, irre, gratuliere, danke dir vielmals. Na schau, was ein tolles Kleid ausmacht und dieser Wahnsinns-Walk natürlich. Genauso hofft Miss Tirol Theresa Ruetz auf Punktezahl. Ich würde sagen, Catwalk frei für die nächste Schönheit. Das hat ausgesehen wie ein Haute Couture Walk. Ob die Jury das genauso sieht, sehen wir jetzt an ihren Punkten. Eine 10, das freut uns natürlich immer sehr. Auch ein paar 9 mit dabei. Von mir wären das 12 Punkte gewesen. Austria 12 Points, finde ich, klingt gut, macht sich gut, vor allem bei dir. Wir werden sehen, was die Wertung sagt. Wir haben sie schon. Und deine Wertung sind 118 Punkte. Danke dir. Wirklich toll. Nicht schlecht, ja? Und Wahnsinnsgeil auch wieder mal. Ja. So, die nächste, Miss Vienna, Vivian Reinhardt, bitte. Ich weiß, da fühlt man sich ein bisschen so wie in einem James Bond Film mit der Musik, mit den hübschen Mädels, oder? Geht's euch auch so? Schon ein bisschen, Mann im Smoking. Es gibt mehrere Männer im Smoking. So, Jury, bitte, die Wertung. Viele Achter und zwei Neuner. Die Außen haben sich für die Neuner entschieden, alle anderen für 8. Aber das ist gut. Das ist gut, würde man sagen. Ja. Ich weiß, du hättest gerade lauter Zehner gehabt. Ich weiß, ich auch, ja, aber... Das ist auch gut, das nehmen wir auch. Wenn wir ein Gesamtergebnis haben, dann schauen wir uns das an. Da oben kommt es gleich. Und es sind 114. Danke dir vielmals. 114 Punkte für die Vivian. Da gab es Backstage sicher eine große Freude, denn auch die nächste Miss kommt aus Wien. Beide sind ja eigentlich schon im Finale. Hoffen wir es zumindest. Sarah Greiler, ebenfalls aus Wien, Vizemiss Vienna.
Da fühlt sich eine wohl auf dem Catwalk. Das ist schön anzusehen, wahrscheinlich auch für unsere Juroren. Ich bitte um eure Wertung. Ich sehe eine 10. Mein Lieblingsschild heute Abend. Viele achten auch ein paar Neuner. Das könnte spannend werden, vor allem wenn wir natürlich alle Runden zusammenzählen. Auch der Bikini Walk wurde schon eingerechnet. Mhm. Aber zuerst die Wertung von dieser Runde. Gibt's. Spannend. 117 Punkte und das verdient. Großartig gemacht. Als nächstes kommt die Miss Kärnten zu uns auf die Bühne, Johanna Zarka. Johanna hat das genossen am Catwalk. Schön langsam, alles sollen sie anschauen und jetzt möglichst viele Punkte geben. Schauen wir, wie viel es geworden sind. Okay? Bitte. Ich möchte nicht auf dein Kleid draufstehen, muss immer aufpassen da bei euch. So, viele Achter. Neuner sehe ich da auch. Acht, 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 Neuner. Lauter Achter und Neuner. Das ist gut. Das ist gut. Schauen wir, was das im Gesamten wert ist. Wie viele Punkte bekommst du, Johanna? Obendrauf. 114 Punkte. Gratulation. Vielen Dank. Danke sehr. Spannend ist, sie konnte ein Online-Publikum für sich gewinnen. Schafft sie es auch in die Herzen der Jury. Miss Online Nicole Weindl. Und jetzt darfst du uns wieder dein strahlendes Lächeln schenken. Aber auch das muss bewertet werden, lieber Juroren. Ein wunderschöner Walk, aber mit straighten Model Face. Wir haben 10, 10, 10, 10, sind 40 Punkte. Den Rest dürfen wir mal im Kopf zusammenrechnen. Gott sei Dank müssen wir das nicht tun, sondern wir haben zwei Profis dafür, die gerade Daten eingeben. Ich bin gespannt, was deine Punkte bringen. Deine Wertung sind 128 Punkte. Großartig gemacht, wirklich toll. Bei dem Lachen kein Wunder. Und diese 128 Punkte möchte die nächste Miss natürlich toppen. Und zwar kommt sie aus Vadelberg, die Vize-Miss Vadelberg Isabella Ion.
Also mir hat der Walk gefallen, ich sag's nur. Sich wohl gefühlt? Ja, schon. Ja, schon. Aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Sehr gut. Nein, aber sie schaut blendend aus, oder? Ja? Naja, schau. Schau mal, was die Jury sagt. Oh, oh, schön. Oh, da sind nur 10 auf der Seite. Wir halten es nur auf die Seite. Schau mal an. Nein, da sind 10, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ergibt insgesamt. Zufrieden bist du auf jeden Fall, oder? Ja, das glaube ich auch. Ergibt insgesamt so viele Punkte. Schau mal drauf. 136 Punkte. Wahnsinn. Dankeschön. Bitte sehr. Danke dir vielmals. Zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Last but not least natürlich unsere zwei Schönheiten. Katharina Katzmann, Miss Niederösterreich. Liebe Katharina, auch unser strahlendes Lächeln und ich muss mal sagen, einen großen Respekt, denn all die Missen gehen in diesen wunderschönen Roben, alle sehr lang, ich wäre schon dreimal gefallen. Schauen wir mal, ob die Jury das berücksichtigt. Ich bitte um die Punkte. 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 8, Celine gibt eine 10, ihr hat das besonders gut gefallen. Ich glaube, sie könnte sich dich gut vorstellen als Nachfolgerin. Da nickt sie, da lächelt sie. Das findet sie gut. Wir haben eine Wertung für dich. 118 Punkte. Super, danke dir. Und last but not least, die Dame, die mit der Wildcard weitergekommen ist. Begrüßen Sie mit mir noch einmal die Miss Oberösterreich, Daniela Zivkov. Wahnsinns-Walk, Wahnsinns-Kleid, oder? Und Wahnsinns-Frau, oder? Hätte ich mal gesagt. Was sagt denn die Jury? Oh, denn er, Karl, hat schon mal... Oh, 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 oh. Das wäre fast die komplette Punktezahl, wenn Lahong die 10 genommen hätte. Gut, ich meine... Nach Adam Riese werden es, naja gut. Andi traut sich jetzt nicht. Nein, ich möchte nicht. Ich warte. Aber du bist auf jeden Fall zufrieden, oder? Ich meine, da kann man nur zufrieden sein. Natürlich. Ja, wollte gerade sagen. Ich glaube, die haben noch immer alle Angst wegen den Kickboxen. 139 Punkte. Irre. Wahnsinn. Danke dir vielmals. Danke dir. Und weil es so schön war, wollen wir natürlich alle 11 Missen, die 10 Finalistinnen plus Wildcard-Besitzerin, nochmals auf die Bühne bitten. Einen herzlichen Applaus für unsere 11 Finalistinnen. Bitte auf die Bühne. So, jetzt wird natürlich wieder
gerechnet und herumgewerkt. Ja, ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung nicht fällen muss. Nein, um Gottes Willen, ich möchte nicht in der Haut der Juroren stecken. Bitte? Ich möchte nicht in der Haut der Juroren stecken. Nein, ich auch nicht. Ja? Und auch nicht in deinem Smoking. Wieso? Wie gefällt dir das? Wobei, er sieht eigentlich relativ bequem aus. Ja, ja. Vielleicht tauschen wir doch bei der Aftershow-Party. Das machen wir dann später, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, die Geschichte ist nämlich, dass wir hier 11 Damen stehen haben, die alle wunderschön sind, charismatisch und wahnsinnig charmant. Und man muss natürlich sagen, wir gehen jetzt ins Finale, ja, und es kommen natürlich nur 3 ins große Finale. Ich gehe jetzt einmal einfach mal hin und frage, wie es Ihnen geht. Ja, oder? Mach das. So, halte mal. Ich darf mich in der Mitte stellen, zwischen den zwei Mädels. Ich wollte schon immer mal in der Mitte stehen. So, wie geht's? Du reißt dich da wunderbar ein. Ich reihe mich da. Ja. Du meinst, man merkt keinen Unterschied? Oder nein. Was? Nein, das war jetzt gemein den Missen gegenüber. Ich wollte gerade sagen, ja. Die stellen dich nämlich so in den Schatten. Wir haben einen extra Spot aufgestellt eben, für dich. Eben, eben. So, wie geht's jetzt? Kurz vor dem Finale. Ja. Geht eigentlich eh noch ganz gut. Wirklich? Ja. Ist man dann nicht irgendwie total nervös und sagt, ich meine, naja, das große Ziel? Man kann sich schon so ein bisschen denken. Also. Okay. Was sagst du? Die Spannung bleibt bis zum Schluss natürlich. Die Spannung bleibt bis zum Schluss, ja. Aber danke, danke vielmals. Wo kommt denn der Applaus her? Da irgendwie einer. Von deiner Mama? Ist das die Family da hinten? Genau, ja. Ach, wie viele hast du mitgenommen? Wie viele sind das? 8 Leute. 8 Leute. Genießt ihr den Abend da hinten? Ja, Daumen hoch. Sehr gut. Seid stolz auf die Tochter. Ja, so wie alle anderen Familienmitglieder, Familienangehörige nehme ich mal an, auch, oder? Für die anderen Missen. So, gibt's schon was? Es gibt schon was. Darf ich es holen oder magst du es bringen? Oh, du bringst es, okay. Wir dürfen es nicht holen. Du weißt, wie bei den Oscars. Wir dürfen es nicht holen. So. Da stehen sie drinnen. Das Kuvert. So. Mach mal auf. Ich bin nervös. Ah, ja. War schon offen. Es war schon offen? Bist du so eine, die Briten? Okay. Ja, ich zerreiße immer das Geschenkpapier. So, also, bitte wieder nach vorne treten. Spannend. Sie haben es so großartig gemacht. Ja. Trotzdem kommen nur wenige wirklich ins Finale. So, bitte nach vorne treten. Die Vize-Miss-Jury Sarah Posch, bitte nach vorne. Bitte auch vorerst nach vorne treten. Vize-Miss Vorarlberg, Isabella Ion. Und interessant, okay. Bitte von nach vorne treten, Miss Oberösterreich, Daniela Zivkov. Zittern oder nicht zittern, das ist hier die Frage. Na, zittern tun wir alle. Es gab den geheimen Bikini Walk. Wir wissen nicht, was die Juroren gewertet haben. Das kann natürlich nochmal alles umgedreht haben. Das ist das Ding, aber ich weiß, euer Herz klopft. Ich will euch erlösen. Ihr steht im Finale! Applaus für die 3 jungen Missen. Bei den restlichen 7 dürfen wir uns verabschieden. Ihr habt einen großartigen ganz, Job ganz gemacht. Ganz großen Applaus für die restlichen Missen. Sie haben wirklich auch ihr Bestes gegeben. Wunderschöne Frauen. Vielen lieben Dank. Danke sehr. Dankeschön. Ihr dürft euch entspannen gehen. So, also 3 Missen haben wir noch auf der Bühne, aber mit diesen 3 jungen Missen haben wir noch was Spezielles vor. Ja, denn ihr seid noch nicht erlöst. Es geht noch weiter. Ihr habt viel Charity-Arbeit vor euch. Ihr werdet natürlich auch auf vielen Fotoshootings sein. Ihr werdet Presseinterviews haben und natürlich den ein oder anderen Catwalk rocken. Genau. Aber ein wichtiges Stichwort habe ich schon gesagt, Presseinterviews. Und die starten sicher heute Abend schon. Die starten garantiert heute Abend. Kameraleute sind hier hinten alle aufgereiht. Und die Redakteure werden euch quälen mit Fragen. Und das tun wir deswegen auch. Und die Frage ist, was möchtest du als Miss Austria 2018 bewirken oder erreichen? Ich fange mal gleich mit dir an.
Ich als Miss Austria, dadurch, dass ich eine crazy Berufswahl habe, würde ich natürlich auch andere Frauen, junge Damen dazu motivieren, sich zu zeigen, sich zu präsentieren, egal was für ein Hobby oder was für einen Beruf sie haben. Wenn sie im Inneren etwas tragen, was sie präsentieren wollen, einfach machen, weil bevor man es nicht getan hat, kann man nicht sagen, ich habe es versucht. Okay, danke dir. Was möchtest du als Miss Austria 2018 bewirken oder erreichen? Also mir ist es sehr wichtig, dass ich eine Vorbildfunktion habe, weil wie man sieht, habe ich jetzt nicht so die Modelmaße und ich möchte einfach, dass Mädels oder gerade jüngere Mädels mich als Vorbild nehmen und sich denken, auch wenn ich jetzt nicht die perfekte Figur oder die Größe dazu habe, dass man trotzdem eine Ausstrahlung hat und trotzdem ganz viel damit erreichen kann. Genau. Dankeschön. Danke sehr. Und eine haben wir noch im Bunde. Bitte. Auch bei dir. Was möchtest du als Miss Austria 2018 erreichen oder bewirken? Ja, also so wie die Kimberly schon gesagt hat vorhin, es zählt ja nicht nur das Aussehen, sondern auch die Persönlichkeit. Und ich würde mich unheimlich gerne freuen, als Miss Austria viele Charity-Projekte zu unterstützen und wirklich dahinter zu stehen. Sehr schön. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Was die Juroren dieses jetzt Interview, nicht wissen. Genau. Also, ja, bitte. Liebe Juroren, unter eurem Sessel sollte es einen Zettel geben. Ein Post-it sollte geklebt sein. Es ist wie die Ostereiersuche. Ja. Auch das ist eine stille Bewertung. Ich bitte euch, eure Favoritin aufzuschreiben. Der Adi findet es nicht. Nein, Adi, bitte. Soll ich dir helfen? Ich sehe es ja von da. Damit ihr euch einfacher tut, werden wir nochmal die Namen vorlesen. Bitte einen Schritt nach vor. Miss Styria, Vize-Miss Styria, Sarah Posch. Sollte sie eure Favoritin sein, bitte notiert ihren Namen. Danke dir, Sarah. Vize-Miss Vorarlberg, Isabella Ion. Sollte sie ihre oder eure Favoritin sein, merkt euch den Namen Isabel. Oder Miss Oberösterreich, Daniela Zivkovic. Ich glaube, der hat aber Fans eingeschleust. Ich glaube auch, und das so soll es sein, denn das macht die Stimmung aus hier bei der Miss Austria-Wahl 2018. So, aber wie gesagt, das war eine stille Bewertung, die fließt natürlich noch mit ein. Genau. Das heißt, euch dreien einmal vielen lieben Dank. Ihr dürft noch ein bisschen entspannen, denn wir haben jetzt eine Weltpremiere. Eine ganz besondere. Ja. Während nämlich die Stimmen ausgezählt werden, eingesammelt werden natürlich, haben wir etwas ganz Besonderes, eine Weltpremiere, nicht nur, dass die Miss Austria hier im Design Center in Linz stattfindet, sondern auch eine musikalische Weltpremiere. Genau, er ist nämlich hier mit seinem niegelnagelneuen Song, der vorgestern, glaube ich, erst fertig geworden ist. Ganz genau, von Donnerstag auf Freitag auf die Nacht. Also, ganz frisch. Weltpremiere zum ersten Mal live natürlich hier im Design Center Linz. Erik Papeleia und Immer! Weil ich weiß, was du tust, weil keiner hat, was du suchst, weil du bist, wer du bist, bin ich weg. Wie du glaubst, was du machst, ist okay, solange es für dich passt, weil du bist, wer du bist, bin ich weg. Alles dreht sich immer nur und immer mehr um dich. Dein Instagram-Account zeigt nur dein eigenes Gesicht. Immer wenn du dich bewegst, spielst du nur mit mir. Immer wenn ich dich ansehe, frag ich mich, wofür bin ich noch hier? Immer wenn du tanzen gehst, machst du mich verrückt, weil du immer nur dich selber siehst.
du tickst. Ich erkenne all deine Tricks, weil du mich unterschätzt, bin ich weg. Weil du nie verlierst, genug weißt, nie kapitulierst. Weil ich bin, wer ich bin, bin ich weg. Oh, alles dreht sich immer nur und immer mehr um dich. Dein Instagram-Account zeigt nur dein eigenes Gesicht. Immer wenn du dich bewegst, spielst du nur mit mir. Immer wenn ich dich ansehe, frag ich mich, wofür bin ich noch hier? Immer wenn du tanzen gehst, machst du mich verrückt, weil du immer nur dich selber siehst. Bleibst du allein zurück? Yeah. Okay, liebe Leute hier im Design Center. Ein letztes Mal, darf ich eure Hände sehen? Come on! Jetzt kommt das große Finale. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Geht's euch gut? Let's go! Immer wenn du dich bewegst, spielst du nur mit mir. Immer wenn ich dich ansehe, frag ich mich, wofür bin ich noch hier? Bleibst du allein zurück? Danke an den großartigen Erik Papillaia. Wow, wenn das kein Ohrwurm ist. Zweimal habe ich es gehört und ich bin schon ein größter Fan. Wahnsinn. Großartige Nummer. Vielen Dank, danke schön. Vielen lieben Dank. Schönen Abend noch. Ja, auch heute sitzt natürlich die amtierende Miss Austria 2017 in der Jury, Celine Schrenk. Warum ich das extra betonen möchte, ist, weil unser lieber Moderator Andreas Morawetz schon in den Startlöchern sitzt für ein Interview. Davor gibt es allerdings noch eine Anekdote von mir. Ich kann mich gut erinnern an letztes Jahr, 2017. Dragana Stankovic war noch die amtierende Miss Austria. Ich habe das letzte Interview vor der großen Show mit ihr geführt. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich bekomme gerade Gänsehaut, dass sie Tränen in den Augen hatte und zu mir gesagt hat, sie hat geflüstert unter Tränen, das war das beste Jahr meines ganzen Lebens. Und ich nehme an, dass es Celine Schrenk genauso geht heute Abend. Genauso schwer geht es, die Krone abzugeben, sie seufzt schon. Lieber Andi, das wirst du jetzt für uns herausfinden. Ich wollte gerade sagen, fragen wir es einfach mal. Ist es hart, heute die Krone abzugeben? Also bis vor kurzem ging es mir noch gut, aber jetzt macht mir schon langsam Druck. Also ich bin schon traurig, aber ich bin ebenfalls glücklich, einem anderen Mädchen die Krone weitergeben zu können und ihr so ein schönes Jahr gönnen zu können. Aber noch hältst du die Krone da fest in deinen Händen, aber sie wird gleich übergeben. Sag mal, wie war denn so das letzte Jahr für dich? Was hat sich denn anders alles verändert? Ja, es hat sich sehr viel verändert. Ich bin von Schülerin direkt so in die Miss Austria reingerutscht. Es war eine ganz andere Welt. Mein Leben hat sich generell total auf den Kopf gestellt. Und ja, ich habe viel erlebt, ich habe viele Leute kennengelernt und viel gesehen, war auf vielen Events, war bei der Miss Universe-Wahl. Das war generell das schönste und größte Highlight für mich. Ich wollte gerade sagen, was war das größte Ereignis? War das wirklich die Miss Universe? Es war wirklich die Miss Universe. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man es hört. Also tatsächlich die Miss Universe, der Opernball natürlich auch. Mhm. Ja. Welche Aufgabe hat denn die neue Miss Austria? Ach, ziemlich viele Aufgaben. Also natürlich muss sie immer sie selbst bleiben und sie vertritt eben Österreich, sie ist bei diversen Events, sie sollte offen mit den Menschen sein, immer lächeln und einfach, ja, sie selbst bleiben. Ich habe das auch so gemacht. Ich wusste auch nicht ganz, wie man das macht, aber ich bin reingekommen in das Ganze und ich denke, die Mädels können das genauso schaffen. Und würdest du jedem Mädel raten, das zu probieren, Miss Austria zu werden?
Nein, nicht jedes Mädchen. Also jedes Mädchen, was natürlich den Traum hat. Ja klar, natürlich. Ja, wenn sie den Traum hat, natürlich, dann soll sie versuchen. Okay, sehr gut. Vielen Dank, Celine. Und von der aktuellen Miss Austria kommen wir jetzt zu unseren drei Finalistinnen. Die bitten wir bitte nochmal auf die Bühne. Einen herzlichen applaudieren, ja. Sie sind live dabei. Im Halbfinale der Miss Austria-Wahl 2018. Ja, ein aufregendes Jahr für Celine Schrenk und es wird ein aufregendes Jahr für eine von euch. Es erwarten euch tolle Shootings, Werbeverträge, ein Auto von PSA Retail Austria. Auto, ganz wichtig. Ja, darauf, also ihr müsst wahrscheinlich den Andi morgen heimfahren. Ich möchte einmal mitfahren zumindest. Kommt auf die Aftershow-Party an, aber könnte gut passieren. Dann gibt es natürlich eine Reise nach Vietnam, gibt es auch noch und natürlich... Wir haben es gerade gehört, die Miss Universe, die ist heuer in China. Da genau, wird sie auch das große vertreten. Internationale Finale. Damit das aber alles möglich ist, damit man das alles aufstellen kann, braucht es die Unterstützung vieler toller Menschen. Und natürlich gehört das gesamte technische Team, die Regie, alle Redakteure, das gesamte Team der Miss Austria Corporation mit dazu. Applaus, alle bitte, Sponsoren wirklich viel geleistet. Und Unterstützern. Wirklich toll. Und trotzdem wollen wir jetzt einen Mann stellvertretend nochmal auf die Bühne bitten. Ganz genau, und zwar Jörg Rieger, der Veranstalter der Miss Austria 2018. Bitte einen herzlichen noch mal Applaus. Zu uns auf die Bühne, Jörg. Ah, da hinten ist er. Sehr schön. Und den zweiten haben wir noch, ne? Ja. La Hong, dich darf ich nochmal auf die Bühne bitten. Mir hat das gut gefallen, endlich mal. Ein Interviewpartner, zu dem ich nicht hochschauen muss. Sag einmal, das ist ja Wahnsinn. Wir kennen uns. Wirklich? Wir haben denselben Humor. Charmant. Du nimmst mir das nicht böse, gell? Niemals. Mehr als böse. Mehr als böse, ja. Böse. Ja. Will ich auch machen. Will ich auch machen. Wir sind da auf einer Welle. Okay, bitte, mach weiter. Ja, mein Herz klopft. Ja. Ich weiß nicht weiter. Nein, ich weiß weiter, aber mein Herz klopft. Meine Hände sind schon, also ich bin froh, dass ich die Karten halten kann. Im Gegensatz zu euch. Andi, wie geht's dir? Ja, langsam wäre ich auch nervös, weil... Das sagen wir noch nicht. Laum, ganz cool. Ganz cool. Ruhig. Ich glaube, er ist auch ein bisschen nervös, oder? Okay. So, es gab auf jeden Fall das Missen Bootcamp, es gab die Missen Akademie, Workshops, Shootings und alle diese Dinge haben diese drei Missen ins Finale gebracht. Und weil ihr wirklich das Publikum begeistert habt, aber die Jury noch viel mehr, haben wir eine kleine Überraschung für euch. Es geht für euch drei nach Vietnam. Alle drei, Applaus. Und La Hong übergibt die Kuverts. Ihr könnt gerne gemeinsam fliegen. Natürlich. Natürlich gemeinsam. Schickt uns ein paar Fotos auf Instagram, gerne, dass wir eifersüchtig werden, während ganz wir genau. Da dann im kalten Wien sitzen. Ja, oder in für euch Linz geht's nach Vietnam und immer. Für eine von euch geht's sogar nach China. Genau, aber es wird ernst jetzt. Wir bitten um das Kuvert. Wir küren nämlich jetzt einmal Platz 2. Darf ich es mir jetzt holen? Ich darf es mir nicht mehr nicht holen. Gell? Ich bleib da stehen. Bring es mir bitte. Sie möchte es immer bringen. Ja, danke dir vielmals. Sasa, ich komme zu dir. Ja. Ich stelle mich mal zu dir. Warte mal, Laum, Liebe, das ist wie ein Geschenk. Da zwischen Sasa. Einfach ein bisschen weiter. Genau, du so, kommst zu den Missen. Ist gut, genau zu den Missen. So, also Platz 2 wird mal gekürt. Das ist die Miss Friendship. Jetzt wird's ernst. Aha. Jetzt geht's um die Wurst. Ich möchte das nicht mal. Kann das nicht ein Juror vorlesen? Ihr habt schon die ganze strenge Arbeit gemacht. Das sollte auch nein, euer das Los jetzt wir, sein. Das müssen wir. Ja. So, also wird die Jury abgestimmt. Miss Friendship, also Platz 2 der Miss Austria-Wahl 2018 ist Vize-Miss Vorarlberg Isabella Ion. Wahnsinn! Fuck!
Platz 2 der Miss Austria-Wahl 2018. Isabel Ion. Sie bekommt natürlich eine Schärpe, wie sich das für eine Miss gehört. Genau. Und einen Blumenstrauß. Für sie geht es natürlich nach Vietnam. Ein schöner Preis und vor allem schöne Erinnerungen. Magst du dich zu uns stellen? Bitte, komm nur zu uns. Wirklich Platz großartig. Zwei. Ist doch schön, oder? Sehr schön, ja. Das glaube ich, das glaube ich. So, das heißt, wir haben jetzt noch Platz 3 und Platz 1 hier stehen. Beide im roten Kleid. Wie hat die Jury abgestimmt? Welche der beiden Missen hat die meisten Punkte bekommen? Wer wird Miss Austria 2018? Wer fährt mit einem brandneuen Auto nach Hause? Wer fliegt nach China? Und vertritt uns bei der Miss Universe. Design Center Linz. Miss Austria Wahl 2018. Das Finale. Ihre. Platz 1. Und damit. Die neue Miss Austria ist Daniela Zivkovic! Gratulation! Wahnsinn! So, und natürlich auch die Miss Commitment. Miss Commitment ist Vize-Miss Styria Sarah Posch. Herzliche Gratulation. Gratuliere. So, das heißt, meine Damen und Herren, vielen lieben Dank. Wir bedanken uns bei allen, die heute hier im Design Center Linz anwesend waren bei dieser grandiosen Show. Danke natürlich an die Zuseher zu Hause. Genau, an alle, die uns via Livestream verfolgt haben auf KRONE.at, Facebook oder der Miss Austria Corporation Seite. Es gibt natürlich bei uns noch viel zu feiern. Alle Missen müssen gebührend gefeiert werden und das geht natürlich am besten bei einer Aftershow-Party. So ein Abend muss man ausklingen lassen. Genau. So. Das war die Miss Austria-Wahl 2018. Danke sehr. Schönen Abend. Dankeschön. Jetzt ist egal. Where of this heart?